So, dann recht herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Pressekonferenz mit den Verantwortlichen zum Spiel des SC Magdeburg gegen HBW Balingen bei Stetten. Endstand 28-27 vor 5.368 Zuschauern zur Halbzeit, 12-14. Die erfolgreichsten Werfer auf Seiten der Gäste: Fabian Böhm mit 6 Toren, Alexandros Vasilakis mit 6 Treffern sowie Yves Kunkel mit 5 Toren. Auf Seiten des SC Magdeburg heute erfolgreichster Werfer Matthias Musche mit 7 Toren, gefolgt von Robert Weber mit 6 Treffern. Soweit diese statistischen Werte zum Spiel. Wir begrüßen recht herzlich vom HBW Balingen bei Stetten Markus Gaugusch und bitten um sein Statement zum Spiel. Ja, schönen guten Abend. Erstmal Gratulation an den SCM für die beiden Punkte. Ich bin jetzt natürlich zunächst sehr enttäuscht, weil ich glaube, dass wir heute aufgrund unserer Leistung, die wir hier abgeliefert haben, schon gerne einen Punkt mitgenommen hätten. Deshalb ist das jetzt mal das Erste, was mich antreibt, dass ich sehr traurig bin, dass die Jungs sich für den guten Kampf, den sie heute geliefert haben, dass sie sich nicht belohnt haben. Das ist sehr schade, weil ich glaube, dass vor allem nach dem Ausfall von Martin Strobel, der unser Dreh- und Angelpunkt in unserem Spiel normalerweise ist, nach 2 Minuten, das für uns sehr schwer war, eben das wegzustecken. Aber wir haben es gut gemacht. Wir sind sehr selbstbewusst geblieben über die meiste Strecke des Spiels. Vor allem in der ersten Halbzeit hat uns alles, was so passiert ist, nicht großartig interessiert, sondern wir haben unser Spiel gespielt, wir haben unsere Deckung gespielt und die war heute, glaube ich, sehr, sehr stark. Also wir haben gut verteidigt, haben Räume eng gelassen und konnten so einfach immer wieder den Ball dann für uns gewinnen. Leider haben wir in der Phase nach der Halbzeit 10 Angriffe, in denen das eben nicht mehr funktioniert hat, wo wir dann in den 10 Angriffen, glaube ich, 9 Gegenstoß oder 9 Tore gegen uns bekommen und vorne dann gegen die 5-1 auch leider nicht erfolgreich sind. Aber trotzdem sind wir dran geblieben, haben uns rangekämpft und am Schluss sind es Kleinigkeiten. Und dann gehst du eben mit -1 raus. Aber wie gesagt, die Jungs haben alles aus sich rausgeholt. Jeder hat jetzt dieses dritte Spiel in dieser Woche inklusive der Reise rausgearbeitet. Und von dem her kann man niemandem einen Vorwurf machen, sondern man kann sie nur loben, dass sie das so gemacht haben. Und was das Handballerische angeht, da müssen wir uns einfach anschauen, was wir gut gemacht haben, wo wir auf jeden Fall noch Potenzial haben. Und deshalb sind wir heute Abend traurig, aber morgen stehen wir auf und trainieren gut für unser Derby am nächsten Samstag, was für uns einfach ein sehr wichtiges Spiel ist und dass man sich vor den größeren Mannschaften oder dass wir uns nicht verstecken müssen, sondern dass wir unser Zeug spielen müssen, das haben wir heute gesehen und genauso werden wir am Samstag zu Hause dann auch auftreten und werden dann eben versuchen, im Derby die beiden Punkte zu holen. Dankeschön. Dankeschön, Markus. Aus dem Management ist noch Wolfgang Strobel dabei. Noch einige kurze Ergänzungen? Ja, auch von meiner Seite Glückwunsch an Magdeburg zu den beiden Punkten. So wie die Mannschaft heute aufgetreten ist, so wünsche ich mir, dass eine HBW-Mannschaft auswärts auftritt. Und das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall positiv mit nach Hause nehmen können. Und die Voraussetzungen für das heutige Spiel mit der Niederlage von Magdeburg in Leipzig, die waren für uns natürlich schwierig einzuschätzen, was dann wirklich nachher hier heute in der Halle passiert. Und wie viel Druck nachher kommt. Und für uns war klar, dass wenn wir lange im Spiel bleiben können, dass wir eine kleine Chance bekommen. Das haben wir eigentlich geschafft. Wir haben dann noch nicht geschafft, den Punkt dann wirklich mitzunehmen. Nichtsdestotrotz steht das im Vordergrund, dass wir heute ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert haben. Und das müssen wir einfach mitnehmen. Und aber auch kapieren, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass man einfach viel dafür arbeiten muss. Und das haben wir die Woche getan. Und das werden wir nächste Woche wieder tun. Und dann werden wir sehen, was in Zukunft passiert. Danke. Danke, Wolfgang Strobel. Ja, Geir Svensson war schon ganz heiß darauf, was zu sagen. Starke erste Viertelstunde der zweiten Halbzeit. 4 Tore nur, 4 Gegentore nur zugelassen. Jetzt aber die gesamte Einschätzung, bitte. Ja, schön. Guten Abend. Und vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, so wie immer, dann ist das für uns und für jede Mannschaft, glaube ich, ganz, ganz wichtig, Punkte zu holen. Und das haben wir heute geschafft. Also ich kann Markus also gut verstehen, dass er enttäuscht ist. Das ist immer so, wenn man knapp verliert und besonders auswärts. Das, also so knapp zu verlieren, habe ich ja zweimal in der Woche erlebt. So, ich weiß genau, um was es geht.
Wir haben genau hier für eine Woche so gegen die Löwen verloren und dann vier Tage später auswärts gegen Leipzig. So, das kann ich gut verstehen. Aber so ist Handball. Was fair ist oder unfair ist, also können wir lange diskutieren, aber es gibt nicht so. Also das ist einfach, was heute rausgekommen ist. Und ich möchte das Positive rausnehmen. Die Punkte, wir haben gute kämpferische Leistung gebracht. Das ist klar, wir haben einfach vorne und allgemein im Spiel zu viele technische Fehler gehabt. Ich bin zufrieden mit unserer Abwehr. Und dass wir 14 Tore erste Halbzeit kassiert haben, also war einfach, weil wir haben zu viele technische Fehler vorne gehabt. Deswegen bin ich mit unserer Abwehrleistung am meisten zufrieden. Wir haben vor uns also einfach nächstes Spiel. Jetzt haben wir eine Woche vor uns, uns zu vorbereiten, auswärts in Kiel. Morgen haben wir Regenerationstraining, Dienstag haben wir die Spiele frei und dann ab Mittwoch geht wieder los. Dann haben wir vier Tage uns zu vorbereiten. Ich glaube, dass wir können das alle sehen und wir wissen das. Wir haben viel Luft nach oben und wir werden einfach weiterarbeiten. Das genauso wie Markus sagt, also, das liegt einfach für uns. Morgen kommt ein neuer Tag und wir versuchen einfach uns zu, richtig zu verbessern. Danke. Dankeschön, Gea. Ja, Steffen, was kannst du noch ergänzen? Ja, ich glaube, das Wichtigste heute waren die zwei Punkte, gerade nach den letzten beiden Spielen. Löwen mit einem Tor verloren, in Leipzig schlecht gespielt mit einem Tor verloren. Deshalb denke ich, dass wir mit den zwei Punkten erstmal sehr gut leben können. Es war natürlich vollkommen klar, dass unsere Jungs nicht vollkommen befreit aufspielen können nach dem Mittwochspiel. Ich denke mal, das war in der Deckung, wie Gees sagt, gut gestanden haben. Es versäumt haben in der ersten Halbzeit, uns noch mehr abzusetzen als 6-4, glaube ich, war die Phase. Machen technische Fehler, kriegen, glaube ich, in der ersten Halbzeit 5 oder 6 Gegenstoßtore und schaffen es halt nicht, uns dann noch abzusetzen und werden dann wieder ein bisschen unruhig. Zweite Halbzeit, denke ich mal, hat die Mannschaft gezeigt, zu was sie fähig ist. Leider nicht bis zur letzten Minute, aber das ist in der Situation, glaube ich, auch gerade relativ schwierig. Finn Lemke hat, glaube ich, zweite Halbzeit viele Impulse gerade auch im Angriff gebracht. War dann kurz vor Schluss dann leider fix und fertig, sodass wir dann mit rausnehmen mussten. Aber die anderen haben das relativ gut gemacht danach und ich glaube trotzdem, dass die zwei Punkte verdient waren. Aber da geht es leider im Sport gar nicht um verdient oder nicht verdient. Wir nehmen die Punkte gern mit und müssen jetzt weiterarbeiten, dass wir auch wieder ein bisschen stabiler werden in unserer Leistung. Danke. Dankeschön, Steffen Stiebler. Gibt es Fragen an die Verantwortlichen? Nicht der Fall, dann habe ich vielleicht noch mal die zusammenfassenden Resultate vom heutigen Sonntag. Gummersbach gegen Hamburg 21-30, TuS N. Lübbecke gegen den THW Kiel 23-33 und Hannover-Burgdorf gegen die Rhein-Neckar-Löwen 18-30. Soweit diese Resultate vom Spieltag, dann danke ich recht herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche unseren Gästen angenehme Heimreise, angenehme Saison noch weiterhin und der SC Magdeburg demnächst dann am kommenden Sonntag beim THW Kiel und in 14 Tagen dann hier zu Hause gegen den HSV Handball wieder 17:15 Uhr. Dann danke ich recht herzlich. Bis dahin. Wiedersehen.